Wo bist du, Papa? Da steckst du ja. Wir haben dich überall gesucht. Wir uns Sorgen um dich machen. Das mit deinem Vater tut uns allen leid. Oh, jap, jap, jap. Ja, uns leid tut. Danke. Ich glaube, er ist in Schwierigkeiten und er braucht mich. Was kannst du schon tun? Ich gehe zum Feuerberg. Ich werde ihm helfen. Oh, das ist sehr lustig. Petri dachte, du gesagt, du gehst zum Feuerberg. Oh. Das habe ich auch gesagt. Ich gehe dahin. Jetzt gar nicht mehr lustig. Was redest du denn da? Du weißt ja nicht mal, wie man dorthin kommt. Fuchtelarmee hat's mir gesagt. Über die große Erdspalte, durch das Land der Federkopf-Scharfzähne und am strömenden Wasser entlang bis zum Feuerberg. Wenn du glaubst, dass wir mit dir zusammen zum Feuerberg gehen... Aber nein, Sera. Er ist mein Vater. Ich gehe allein. Du uns Angst gemacht. Ihr habt mir Angst eingejagt. Was macht ihr denn hier draußen? Du kannst doch deinen Papi nicht ganz allein suchen. Oh nein, nein, nein. Littlefoot brauchten uns. Ja. Das ist zu gefährlich. Ihr könnt nicht mitkommen. Versucht doch, uns aufzuhalten. Sehen machen Petri ganz schwindig. Klick. Oh, und wie geht es jetzt weiter? Fuchtelarmee hat gesagt, wir müssen über die Erdspalte. Hat er auch gesagt, wie? Nein. Wir müssen sie gar nicht überqueren. Wir folgen ihr einfach bis zum langen Tal. Und das führt uns dann zum Feuerberg. Naja, selbst wenn das lange Tal wirklich dahin führt, es wird länger dauern. Wir müssen auf die andere Seite. Sag mir Bescheid, wenn du einen Weg gefunden hast. Ich weiß, wenn wir diesen Baum umkippen, dann haben wir eine Brücke. Der Baum ist groß genug. Der sitzt aber fest. Achtung! Danke, Ducky. Tja, dann wollen wir mal über die Brücke gehen.